kann das sein, dass der junge Mann heute noch an Gott glaubt? Wir werden es gleich selber hören, warum. Liebe Menschen, wir stehen heute hier nicht, um euch eine Religion zu bringen, nicht, um euch in eine Kirche zu senden, sondern wir stehen hier, um ihnen das Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen. Die Bibel sagt, alle Menschen, jeder Mensch, alle ausnahmslos haben gesündigt. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Sie haben allesamt gesündigt und sind allesamt verdorben. Deswegen stehen sie auch unter Gottes Zorn. Ich sage Ihnen heute in aller Liebe und Langmut, der Herr ruft Sie hier und jetzt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an diesen Sohn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Wer ist gemeint? Alle Menschen, ausnahmslos. Der Herr spricht in Matthäus Kapitel 11, Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch die Ruhe geben. Diese Welt kann sie nicht frei machen von ihren Sorgen, auch nicht von ihren Problemen. Nichts und niemand kann sie frei machen als Jesus allein. Ich und viele andere sind dessen Zeugen. Wir haben es selbst erlebt, liebe Menschen. Der Herr hat uns frei gemacht. Wie kann uns vergeben werden? Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns alle Sünde vergibt. Liebe Menschen, belügen Sie sich nicht selbst. Sie haben gelogen. Sie haben die Ehe gebrochen. Der Herr Jesus sagt, wer eine Frau auch nur im Herzen begehrt, der hat mit ihr die Ehe gebrochen. Es geht um ihr ewiges Leben. Wer an den Sohn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes vom Vater. Religion ist das Suchen des Menschen nach Gott. Jesus Christus ist das Suchen Gottes nach uns Menschen. Sie stehen unter dem Zorn Gottes. Die Bibel sagt, lasst euch nicht irreführen. Wer ein anderes Evangelium predigt als das, was ihr empfangen habt, der sei verflucht. Wer die Bibel nicht bringt, das Wort Gottes, und eine andere Lehre bringt, ja, egal welche Lehre, ob es die Zeugen Jehovas sind, die Muslime, die Buddhisten, die Atheisten, nichts und niemand wird gerettet und alle stehen unter dem Fluch. Galater 1, Vers 8. Wer ein anderes Evangelium predigt, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Die Menschen hören heute lieber eine Lüge. Es ist nichts Neues. Es fing an in 1. Buch Mose Kapitel 3, der Sündenfall des Menschen. Eva, die Frau, ließ sich verführen, der Mensch ließ sich verführen und überlisten vom Teufel. Die Bibel hat bis hierhin niemals gelogen und sie wird es auch in Zukunft nicht tun. Die Bibel ist wahr und wer das leugnet,
der hat den Geist Gottes nicht. Denn die Bibel sagt in 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Zurechtweisung und zur Überführung, damit der Mensch Gottes vollkommen sei. Belügen Sie sich nicht selbst. Denken Sie doch einmal nach. Liebe Menschen, wir stehen doch nicht hier, weil wir geisteskrank sind. Vielleicht sind wir das in euren Augen. Wir stehen hier, egal was es uns kostet, selbst wenn es unser Leben kosten wird. Wir stehen hier, wir sind zum Leiden berufen. Der Herr Jesus Christus hat uns hier hingeschickt, damit ihr die Botschaft und das Evangelium hört. Es geht nicht um eine Kirche, es geht nicht um eine Sekte, auch werde ich sie in keine Kirche senden. Es geht einzig und allein um Jesus in Christus. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen, hören Sie zu, Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Glauben Sie an den Sohn Gottes. Die Bibel sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Die Bibel sagt, weil sie gesündigt haben, werden sie eines Tages alle tot sein. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt die Bibel. Ja, liebe Menschen, hören Sie gut zu. Sie werden in 100 Jahren alle gewisslich tot sein. Dann stellt sich die Frage, haben Sie Frieden mit dem allmächtigen Gott und Schöpfer des Himmels und der Erde? So nicht, so sage ich Ihnen, Sie sind verloren. Wir können nicht gerettet werden, wie in anderen Religionen, durch unsere eigenen Werke und Taten. Wir können nichts Gott bringen, was uns das ewige Leben geben könnte. Es ist schon alles vollbracht am Kreuz von Golgatha. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Nimmst du das an, so wirst du gerettet werden. Verwirfst du diesen Opfertod des Herrn Jesus Christus, so wirst du gerichtet werden. Doch der Herr spricht, so wahr ich lebe, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem bösen Wege und lebe. Warum wollt ihr sterben, spricht der Herr. Amen. Amen.